Willkommen zum 5-Links-Videokurs. Heute geht es um Tipps und Tricks in der Beleuchtung. Wie ging's dir in der dramaturgischen Ausleuchtung? Ich hoffe, du hattest Spaß und hast auch in den Kommentaren deinen Kommentar dazu geschrieben. Mit dieser Lektion beenden wir das Kapitel Beleuchtung. Wir schließen die drei Grundthemen des Filmemachens: Kamera, Audio und Beleuchtung. Wir schließen mit einer weiteren Lektion Tipps und Tricks. Und auch, wie du selber Leuchten machen kannst, die dir helfen beim Filmen. Ich selbst habe mehrere Leuchten gemacht. Im Jahr 2010 waren LED-Leuchten noch sehr, sehr teuer. Ich habe einfach die Idee genommen und sie für mich umgesetzt und selber diese Art von Leuchten gemacht. Angefangen habe ich mit einer Kameraleuchte. Hier habe ich, wenn ich den Schalter anschalte, genau, und ich konnte per Schalterstufenweise die Helligkeit verändern. Später habe ich dann diese Kameralampe gemacht, die ist schon heller. Man kann sie auch auf eine Kamera montieren. Und hier geht es stufenweise auch noch. Da funktioniert nicht mehr so viel, da ist irgendwas kaputt in dieser Leuchte. Ich habe die schon lange nicht mehr im Einsatz. Heutige Lampen sind einfach viel, viel schöner, kleiner, leichter, vor allen Dingen leichter. Das Ding ist richtig schwer. Dann habe ich hier noch Studio-Leuchten. Drei von der Art weiße und zwei bunte habe ich da mal gemacht. Und man kann hier sogar die Linse wechseln. Sieht innen so aus. Ja, also auch ziemlich hell. Und bei der sieht man dann auch wirklich homemade, richtig homemade. Aber sie hat sehr viele Jahre sehr gute Dienste geleistet. Wir haben mit diesen Leuchten viele Programme eingeleuchtet und sogar eine wöchentliche Live-Sendung in einem Studio. Und dann habe ich hier noch was ganz Besonderes und diese Leuchte, die verwende ich sogar heute noch. Es ist eigentlich ein Werkzeugkoffer. Ich habe das so gemacht, dass ich den Deckel abnehmen kann. Da drin sind Leuchten verbaut, fest. Das Kabel hier kann ich rausnehmen, einstecken. Das ganze Ding kommt hier auf ein Lampenstativ. Und dann einschalten, fertig. Ein sehr super schnell aufzubauendes Licht. Und es ist sowas ähnliches wie eine Softbox. Also schon ziemlich weiches Licht auch. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, selbst Leuchten zu machen. Und dann gibt's natürlich auch die ganz einfachen Beleuchtungstipps und Tricks. Wie immer findest du in der Beschreibung dieses Videos deine 5 Links, um mehr über diese Beleuchtungstipps und Tricks zu erfahren. Auch deine Aufgabe ist in der Beschreibung erwähnt. Wende die Tipps und Tricks an, die du für hilfreich findest. Vielleicht kannst du ja sogar ein paar Leuchten machen. Übe die Tipps und Tricks mit der Ausrüstung, die du hast. Lasse mich in den Kommentaren wissen, welche Tipps und Tricks du für hilfreich findest und welche Lampen du vielleicht sogar machen konntest. Bitte schreibe deine Fragen und deine Kommentare ebenso in den Kommentarbereich dieses Videos. Gerne kannst du dieses Video teilen und liken. Viel Spaß bei der Aufgabe und bis später.
es macht einfach Spaß, so selber zu basteln. Aber es gibt tatsächlich auch Anleitungen, wie man sehr einfach mit Alufolie, Silberfolie, so Softbox machen kann. Auch ich habe ja hier so silbrige Folie da reingeklebt, in den Kofferleuchter einbauen. Das geht echt super einfach.